ist jetzt trotzdem kein Beinbruch. Ja, von daher kann man durchaus das auch definitiv entspannt entgegengehen, dass man hier jetzt nochmal so einen kleinen Mix hat. Und ich glaube nicht, dass ich da großartig jetzt noch was lange brauche hier. Wenn wir jetzt schon in Abschnitt 2 sind, wir haben jetzt 10 Minuten, sagen wir mal eine Viertelstunde jetzt für den Abschnitt 2, für Abschnitt 1, sorry. Ja, doch, für Abschnitt 1 gebraucht. Und 813 has reached the perimeter. Reporting for duty. The command post is just ahead. Okay. Up here. 813, this way. So. Zack. Roger. Commence sweep and clear operation. Say again, command. Interference is getting worse. 813, see if you can clean up the signal. Okay. Da. Looks like the interference is coming from the center of the blast area. Playback signal. What? Command, I'm under attack by unknown assailants. Command, do you copy? Alter, ist ja... okay. Muss man jetzt nicht verstehen, warum der so brutal schnell ist, aber hey. Okay. Ja gut. Paxton Vettel. Kann man ja verraten, den kennt man ja. Aus 4-1, damit, deswegen ist es halt hier kein großartiges Geheimnis, wer der Typ ist. Hat uns befehligt, kontrolliert, ich habe keine Ahnung, ihn zu retten. Und da bin ich auch mal gespannt, wie wir ihn reborn tun, also wieder auferstehen lassen. Wie das auf jeden Fall funktionieren soll. Da war er gerade wieder. Und wir dürfen jetzt gegen die ganzen Replikas noch zusätzlich kämpfen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Okay, muss so. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Ja, okay. Wir sind nicht tot. They will find you here. Can you confirm that Foxtrot 813 is down? We do not have visual confirmation. We are initiating a sweep. Abschnitt nur 3. Flucht. Na gut, dann würde ich sagen. Hä? Jetzt war das schon wieder auf Deutsch? Verstehe ich nicht. Muss man halt echt nicht verstehen, oder? Guck hier, achso. Muss das. Ich habe jetzt gedacht, Nahkampf hier in irgendeinen Typen umhauen. What's your status? All snipers in position. Jetzt waren sie halt schon hier Deutsch. Keine Ahnung, was das für ein Hin und Her von der Sprache ist. Wie gesagt, das nehmen wir einfach so hin und fertig. Weil großartig enden kann ich sowieso nicht. Dass man hier so instant. Als ob ich da nicht durchpasse. So, zack. Die Sache ist halt die, warum ich halt ohne Licht hier gerade durchlaufe, ist... Ja gut, jetzt wissen sie es eh, wo ich bin. Weil wir haben ja aus 4-2 schon gelernt, dass die halt auf meine Taschenlampe halt reagieren und die dadurch halt meine Position erfahren. Wie gesagt, finde ich persönlich halt ultra geil, dass sie halt auf Licht reagieren.
Und wenn hier in so eine Taschenlampe hin und her funzelt, ist natürlich ein bisschen komisch. Also. Es ist ja verständlich, dass das nur ich sein kann, die da umher wackelt. Wir haben natürlich auch alles verloren, ne? Auch unsere schönen Medikits, naja, super. Einfach nur GG ist das Game. Aber ich finde es trotzdem mal interessant, halt mal eine andere Variante mal wieder zu haben. Halt eine. Ich habe keine Ahnung, wo er auf einmal herkam. Halt eine andere Sicht. Jetzt halt Replikant. Davor waren wir halt. Sergeant Beckett. Der halt. Erst normal war und dann halt ja so ein bisschen. Behindert wurde, nenne ich es jetzt mal. Halt so manipuliert wurde, dass er halt zu Alma passt. Apropos. Sergeant Beckett, da gibt's halt auch einen Film, und zwar, oder beziehungsweise eine Filmreihe, und nennt sich Scharfschütze, also Sniper. Oh, wie hieß es denn nochmal? Ich glaube, der Scharfschütze irgendwie. Mit. Da heißt der eine der Hauptdarsteller nämlich auch, also im Film zumindest, Sergeant Beckett. Auch ein, an sich eine relativ interessante Filmreihe da mit den Scharfschützen. Ich glaube, da. Scharfschützen. Irgendeinen Film gibt es davon noch auf Netflix. So, das Ding ist jetzt kaputt. Ich weiß halt nicht mehr genau, wie der hieß. Das ist so das Problem. Gibt halt mehrere Teile. Ich glaube, 8 Teile gibt es mittlerweile. Erst ist es halt ein anderer Typ. Und. Oh, hi. Und später ist er. Also, erst in Sniper ist es halt so gesehen sein Vater. Und dann ist es halt später sein Sohn. Und das ist halt der. Brandon Beckett. Jo. Okay. Vorher war es halt gar Master Gunnery Sergeant. Keine Ahnung. Irgendwie. Die Frage ist halt, wo muss ich jetzt durch? Aber könnt ihr mal gucken. Ist gar nicht mal so unübel. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber interessant, dass wir halt... Alter, wenn ich gewusst hätte, dass die so krass gegen die sind, hätte ich die viel früher nehmen müssen. Mitgenommen. In 4i, also im Hauptgame. Festgenagelt. Belohnung freigeschaltet. 4-2 werde ich auf jeden Fall nicht direkt runterhauen, nachdem ich jetzt Reborn dann durch habe. Ich denke mal, das wird auch nicht mehr lange dauern. Wir sind jetzt schon in Abschnitt 3. Abschnitt 4 wird dann halt, denke ich mal, relativ fix kommen. Und... Dann werde ich halt anfangen zu rendern. Das wird ja auf jeden Fall heute noch angefangen mit dem Rendern. Wie gesagt, wir haben es heute am 20.01.2020. Ja, 15:36 ist es jetzt am Start. Also. Haben wir jetzt mal gerade so 21, na sagen wir, bisschen über 20 Minuten. Mal gerade verbraucht. Und jetzt schon in Abschnitt 3. Deswegen, ich denke mal, das wird eine Stunde oder so, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde gehen. Also lange werden wir hier nicht dran sitzen. Es ist halt auch nur eine kleine Story. Was halt von vornherein so oder so geplant war. So, dann würden wir sagen, gehen wir hier mal weiter. Ich denke mal, dass das hier weitergeht. Ja. Richtig aus. Okay. Aber dass wir halt wirklich noch in so einem umgestürzten Haus hier agieren, finde ich cool. Er bleibt auf jeden Fall erstmal festgetackert. Ziele, öffne deine Augen. Fuck! Finde den Pfad. Okay, ich habe jetzt gedacht, ja gut, rutscht runter. Bist du vielleicht gerettet, mehr oder weniger? Oder die einzelnen Missionen haben halt verschiedene Abschnitte, weil es ja immer noch da mit der Power Unit stand. Also dass Mission 1 drei Abschnitte hat, Mission 2 vier Abschnitte, keine Ahnung. Aber laut How Long to Beat, laut How Long to Beat, ist es halt wirklich ein sehr, sehr kurzes Game halt nur. Das war knapp. Diesmal habe ich es aber hingekriegt, dass ich dann nicht nochmal durchrutsche. Oder reinrutsche, auch wenn es knapp war. Ich habe mich eben schon hier fast im Feuer gesehen.
promise of things to come. Okay. Okay, eine vertraute Stimme lotst sie zum Epizentrum der Auburn-Explosion. Die Replika-Armee, der sie einst angehört haben, betrachtet sie nun als Gefahr und will sie töten. Darum, die Frage ist jetzt, ist es jetzt mal gerade Mission 2, 3, keine Ahnung, finde den Pfad. Also ich lasse mich jetzt hier... Moin, Alma. Alles klar. Ich weiß nicht, ob die sauer ist oder was auch immer. Abschnitt 4. Könnte halt die letzte Mission sein. Was mir auch so ein bisschen schlüssig macht, dass ich oben die Dingens halt nicht bekomme. Taschenlampe ist an, okay. Dass ich da oben keine... sag schnell, die Belohnung halt nicht bekomme. Naja. Ja, wenn wir Paxton Fettel, dann... Tust du mir was? Den habe ich gerade... Ist überhaupt nicht für voll genommen. Okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal runter. Really? Hier schon wieder. Shotgun. Dass die hier schon wieder waren. So, zack. Vernichte Henkers. Ach, die heißen so richtig. Die haben sogar einen Namen, Alter. Henkers. Und die sollen von da kommen, oder was? Na gut, wir machen mal die Dingens dazu. Wenn es halt funktioniert. Also, die könnten mich vielleicht nochmal kriegen, die Henkersknechte. Als Schocker. Also, wenn er plötzlich so hinter mir nochmal auftaucht. Aber wir haben die Shotgun, also von daher ist es entspannt. Keine Ahnung, ob das was bringt. Weil, wenn wir die hier zumachen, aber sie kommen halt aus der Kanalisation. Von daher würde ich mal. Schätzen, dass es zumindest was bringt. Da müssen wir nochmal hin. Da sind nochmal. Welche offen. So. Ah, da machen wir auch nochmal zu. Die Frage ist halt, was bedeutet vernichten? Wie viele Leute sind hier? Da geht auf jeden Fall weiter. Wieder reloaden nochmal. Und wie viele so eine komischen Kanalisationsdinge habe ich halt? Alles Fragen über Fragen, die wir uns definitiv beantworten werden. Oh, so ein Spasti schon wieder. Habe ich schon gesagt, dass die nerven? Weil die halt dermaßen stark sind. Vor allem. Guck mal, wie viel der Typ aushält, man. Ich schieße den in den Kopf mit der Shotgun. Oh, endlich. Alter, nervt da hinten nicht. Alter, diese Shotgun, ne? Ey, keine Ahnung. Komm her, nerv einfach nicht.